Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der schönen Volksholm in der von mir umgebauten JPE. So. Dann werden wir einmal eben hier. Halt. Das war falsch. Nur die Schaufel wollte ich loswerden. Und wollte hier zur Palettengabel rumwechseln. So, wie weit ist denn die Palette? Die ist noch nicht wirklich weit. Dann werde ich da eine hier vom Unterstand nehmen. So, Gabel, ja, steht halbwegs gerade. Einmal hier vorfahren. Gabel runter. Und dann nehmen wir uns die Palette. So, zack, hier hin. Weg ist die Palette. Und dann kann der Kartoffeldämpfer auch wieder arbeiten. Und die Maschine stellen wir hier hin. Motor aus. So, weiter geht's. Das Feld ist auch bald fertig. Und hier habe ich gesagt, wollen wir mit dem Verkauf anfangen. Da können wir also jetzt anfangen, Weizen zu verkaufen. So, Weizen bekommen wir natürlich das meiste an der Windmühle. Also einmal hier runter. Das war nicht gut. So. Immer noch nicht. Ja, die Kameraansicht bin ich auch absolut nicht mehr gewohnt. So, Weizen. Und hier zack. So. Und hier. Und Weizen und zack. Dann schauen wir mal noch hier oben, wie viel war. Oh, da haben wir noch jede Menge Weizen. Und nee, ich werde Innenansicht dann gehen. Da fährt sie es doch noch am schönsten. So, voll geladen mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So, dann werde ich noch einmal hier rumspringen. Und haben wir hier überall schick die Plane zugemacht. Wunderbar. Dann auf, vorsichtig, aber doch möglichst halbwegs schnell zur Windmühle. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, wie sieht eigentlich der Seedmaster aus? Der ist voll. So, hier haben wir wieder eine extra Runde gedreht. Also, ich glaube, da sollte ich doch noch einen kleinen Moment warten. Ja, hier haben wir das jetzt natürlich drin. Das bringen wir auch weg. Aber dann fahre ich auf dem Rückweg, glaube ich, hier vorbei. Bring den Drehschemel weg. Dann machen wir den Rest doch mit dem roten Anhänger. So, die BGA ist ja auch am Laufen. Und ja, 224,5 kW haben wir dort schon wieder erreicht. 9,8 TS im Fermenter drin. Das könnte noch ein bisschen hochgehen. 10 Minuten füttert sich die Anlage ja noch.
Und noch bekommen wir auch Güllebonus, aber wir haben von 45.000 Liter, die möglich sind, nur noch 26.000 Liter Gülle drin. Also da sollten wir dann auch demnächst mal wieder auffüllen. So, vorsichtig. Und mal schauen, 81 Eier hätten wir einstecken. Und wie viel hätten wir noch bei den Hühnern? Da hätten wir noch 45, die holen wir dann also auch noch ab. Und dann werden wir hier auf jeden Fall auch mal Eier wegbringen, wenn wir hier oben schon in der Nähe sind. Oder hätten wir auch irgendwas, was wir zum Bahnhof fahren müssten? Nee, Bahnhof steht hier nirgendwo dabei. Bahnhof ist für nichts der Händler mit dem besten Preis. So, aber schön hier mal wieder einen steigenden Kontostand zu sehen. Ja, natürlich ärgern wir uns, wenn jetzt eine Stunde oder zwei später eine große Nachfrage kommt nach irgendetwas und wir haben das alles verkauft. Aber da steckt man vorher halt natürlich auch nicht drin. Man könnte sich die Anzeige hier beim Multi-Layover hat natürlich aktivieren, aber ja, ich finde es schöner, wenn man von diesen Nachfragen überrascht wird, auch wenn es eine negative Überraschung ist, dass man sich ärgert und sagt, na toll, jetzt gibt es einen tollen Preis dafür, jetzt habe ich eh schon alles verkauft. Aber lieber so, als sich speziell auf diese Nachfragen vorbereiten zu können. So, ich werde auch schon mal hier wieder einmal umwechseln. Denn das hintere Gerät müssen wir ja hier beim Händler abgeben und hier können wir jetzt auch schön die Abkürzung fahren, die hier neu angelegt ist. Herrlich, da müssen wir nicht über den Rasen fahren, da haben wir hier extra so ein, ja, Trampelfahrt. So. Und einmal abkippen. Einmal aussteigen und hier rüberfahren. Naja, er steht aber drin. So, zurückgeben. Wunderbar. Und dann geht's zurück zum Hof. Dann würde ich sagen, stellen wir den Drehschemel doch mal eben im in der Kartoffel-Mastfutterproduktion in diesem Gehege ab. Gehege? Müsste auch mal noch schauen. Die Futtermischanlage Weizengerste. Naja, da ist noch genug drin. Da brauchen wir jetzt nichts mitzubringen. So, fahren aber, bevor wir es vergessen, hier noch eben vorbei. Und holen uns die Eierchens, so, damit wir beim Wegbringen auch möglichst viele dabei haben. Und unser Drescher ist fertig. Auch wiederum eine schöne Nachricht. Das heißt, wir können dann einen Traktor auf die Reise schicken. So. Gehe ich mal hier die Ansicht raus. So. Na, so ist zwar eigentlich gut, aber wiederum schlecht vom An- und Abhängen. Da drehen wir eine Runde, stellen den ungefähr so, aber eben mit der Deichsel in die andere Richtung hin. So. Rum. So stellen wir den dahin. Ah, halt. So. Und ja, dann warten wir hier auf unseren anderen Anhänger.
Da werden wir die Übergabe hier in der Gegend machen. So, springen hier rein. Helfer entlassen. Dann müssen wir mal schauen. Wo steht der? Der steht hier. Einmal hier hinfahren. Und dann mal dort reinspringen. Anmachen. Röhrchen ausfahren. Da haben wir noch ein bisschen Raps, was wir übergeben können. Wenn ich die Handbremse ausmache, fährt sie auch einfacher. So. Gehe ich schon mal nach vorne. So, da haben wir noch ein bisschen Platz. So, und dann... Ups. Hey. Rückwärts, 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 rückwärts. Also, geht doch. So, fahren wir hier ein Stück nach vorne. Schneidwerk. Das Fahrwerk ausklappen. So, hier können wir das Röhrchen einfahren. Wenn das eingefahren ist, können wir auch hier zusammenklappen. Wunderbar. So, und ich würde sagen, so arg doll ist der Drescher jetzt ja nicht. Also den waschen wir diesmal nicht. Das heben wir uns dann wieder für nach der nächsten Ernte auf. Sodass wir auch nicht andauernd nur irgendwelche Waschgänge hier im Let's Play drin haben. Ja, auch da hat mich mal einer gefragt, ob ich denn nicht auch, wie es auf der neuen Volksholm ist, da einen Platz für die Waschanlage schaffen möchte. Ich muss sagen, ja, wenn wir auf hier jetzt schauen, neben Feld 33, ja, da am Getreidespeicher, wo früher auch mal noch ein Feld war, da ist jede Menge Platz. Da kann man auch eine Waschanlage hinstellen, da brauche ich nicht noch extra einen Platz zu. Und da diese Waschanlage platzierbar ist, wäre das natürlich eine Möglichkeit, aber ich sehe es nun mal nicht ein, für eine Waschanlage so viel Geld auszugeben. Da wasche ich lieber mit dem Kärcher per Hand. Und deswegen wird es hier die Waschanlage nicht geben. Und so einfach ist der Case doch schon gesse. So, Konto haben wir zumindest ein bisschen was plus gemacht. Ja, Weizen werden wir jetzt erstmal nicht weiterverkaufen müssen, denn in 3 Minuten ist wieder eine volle Stunde erreicht. Dann gibt es wieder neue Preise und nachdem wir da 2 Anhänger Weizen verkauft haben, müssen wir damit rechnen, dass da der Preis jetzt erstmal sinkt. Können wir auch mal hier eben noch schnell im E-Menü vorbeischauen. Wir sehen also im Moment Weizen ein Strich nach rechts, das heißt, da war keine große Preisänderung. Und ich wette, in 3 Minuten ist dort ein Pfeil nach unten. Deswegen auch immer drauf achten, wenn ihr Sachen verkauft, dass ihr zum Beispiel auch die Zeit da nicht schneller laufen lasst, weil dann seid ihr schneller wieder an einer neuen Stufe, kriegt einen neuen Preis und macht vielleicht nicht mehr das Geld, was ihr euch da erhofft habt. So. Soweit fahren wir hier vor. Zack. Und den wieder in den Unterstand. Und dann geht's auf jeden Fall dem Kredit ein wenig an den Kragen. Ob wir es dann wirklich schaffen, den ganz loszuwerden, ich weiß ja nicht. Dadurch, dass wir eben ja auch Kartoffeln und Zuckerrüben nicht verkaufen, sondern diese wegen Futterherstellung behalten werden. Dadurch wird es dann doch schon ein wenig eng. Aber wir schauen mal. So, hier geht's weiter. Und dann darf der hier Düngekurse erledigen, während wir mit dem Anhänger, der jetzt hier noch dranhängt, aber dem Taurus-Traktor dann ein wenig verkaufen fahren werden. All das aber erst ab der nächsten Folge, denn in der Folge sind wir doch schon wieder am Ende angekommen.
Ich sage danke fürs Zuschauen. Auch vielen Dank für all diejenigen, die mir ein Abo gegeben haben. Vor kurzem die 700 geknackt. Einfach Wahnsinn. Wie gesagt, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich gedacht, och, wenn du in einem Jahr 100 Abos erhältst, ist es gut. Das Jahr ist noch nicht rum, jetzt sind es schon 700. Langsam mache ich mir Angst, wo ihr mich hinbringt. Aber es ist natürlich schön, dass euch meine Videos so gefallen und ihr mir deshalb auch ein Abo geschenkt habt. So, ja, jetzt sind wir definitiv über die 15 Minuten rüber. Bis morgen. Ciao, ciao.